Willkommen zu Ihrer Sendung Afro Diaspora Star Life TV. Heute haben wir die Freude, einen Mann begrüßen zu dürfen in dieser Sendung, der sich stark für seinen Fußballverein engagiert. Der wird uns von seinem Verein erzählen. Und wir freuen uns heute, Herr Kanikoko. Danke, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. So, ja, stellen Sie sich vor für die Leute, die Sie noch nicht kennen. Wer steckt sich hinter diesem Spitznamen Coach? Ja, mein Name ist Kanye Koko Asiombo Richard. Geboren in Lomé, lebe seit Ende 80er hier in Hamburg. Wie heißt dieser Verein? Also wie heißt Ihr Fußballverein? Unser Fußballverein heißt FC Togo Bambek. Und mittlerweile ist, haben wir einen eingetragenen Verein unter dem Namen Togo Sport Club. Das heißt, wir können jetzt verschiedene Sportarten anbieten, aber zurzeit haben wir nur unsere Fußballmannschaft. Da bin ich der Coach. Okay. Super. Wie ist dieser Verein entstanden? Kurze Geschichte, wir werden uns sehr, sehr freuen. Das war Anfang 90er. Ja. Da haben wir in Rahlstedt ein paar Togolese, die gegen die deutsche Mannschaft gespielt haben, irgendwo, und dann haben sie die geschlagen. Ja. Und dann waren wir ein paar Togolese in Bamberg, und das haben sie uns erzählt, und dann haben wir gesagt, oh, da muss diese deutsche Mannschaft so schwach gewesen sein. Ja. Sonst, wenn wir hier in Bamberg eine Mannschaft gründen, wir werden euch schlagen. Genau. Und so ist unsere FC Bamberg entstanden. Oh, super. Und dann haben wir eine Mannschaft auf die Beine gestellt, die noch nicht mal so richtig trainiert haben. Und dann haben wir diese Herausforderung gegen unsere Landsleute aus Rahlstedt. Und dann haben wir verloren. Oh. Zu diesem Zeitpunkt haben wir gesagt, wir werden das nicht auf uns so sitzen lassen. Und dann haben wir angefangen zu trainieren. So ist dieser Verein seit genau 93 bis heute noch da. Wow, das ist circa 31 Jahre. 20 Jahre? Nee. 31 Jahre. Oh mein Gott. Ja. Wow. Was sind jetzt die verschiedenen Aktivitäten dieses Vereins? Ja, also wir haben in der Vergangenheit vor Corona ein Turnier organisiert. So also haben wir genannt Togo D. Haben wir junge Mannschaft eingeladen, haben wir gegrillt, Musik. Da haben wir kleine Turnier gespielt mit Pokale, Medaillen haben sie verteilt. Das ist so unsere Aktivitäten zur Zeit. Sonst machen wir auch Familiengrillen. Ja. Haben wir in der Anfang 2000er unsere Mannschaft, es gibt eine Mannschaft in Kiel. Dann sind wir mit unserer FC Togo Bambek nach Kiel mit dem Zug hingefahren, haben wir gegen unsere Landsleute in Kiel gespielt. Oh, da war eine Kieler Woche. Ja, wir haben am Anfang gegen die verloren, aber am Ende haben wir die überhand. Wir haben die immer sehr geschlagen, gut. Deswegen sind wir gerne auch hingefahren. Und dann war Kieler Woche, danach sind um wir eure Stärke zu zeigen. Oh ja, genau. Und dann, wir haben die so geschlagen, dass diese Mannschaft nicht mehr existiert. Ehrlich nicht? Ja, nee, diese existiert nicht mehr, ja. Okay. So, also ich würde gerne wissen, wie oft treffen Sie sich oder wie trainieren Sie? Genau, dass wir so viele Arbeits nachgehen, trainieren wir jeden Samstag ab dritten Samstag im März bis letzten Samstag im September. Ach so. Jeden Samstag 15.30 Uhr. Ob es regnet, schneit, sind wir da. Genau, genau gesagt, im Tag, wo ein bisschen warm, wärmer ist. Ja. Selbst wenn wir nicht spielen, kommen Leute, die unsere Mannschaft unterstützen. Die sind immer da. Danke dafür. Okay, bitte. Und würde ich gerne wissen, wie viele Mitglieder haben Sie in diesem Verein? Zurzeit haben wir 38. Okay. Und ist die Tür offen? Die Tür ist offen für alle
Aber wir brauchen disziplinierte Leute, ja. Höflichkeit, Respekt gegeneinander, mhm. ja. Unpünktlichkeit. Unpünktlichkeit, ja. Sehr erwünscht. Sehr begehrt. Okay, gut. Dann sagen Sie mir, was sind hier die Bedingungen, wenn ich jetzt so gerne mitleben möchte? Oder ja, jemand jetzt, ja, wir haben jetzt einen Vorstand, mhm. und wer bei uns mal eintreten möchte, mhm. gibt es ein Formular, was man ausfüllen kann, aber dennoch müssen wir mal diese Person gucken, ob er zu uns passt. Was heißt? Das heißt, es geht nicht nur darum, dass du gut Fußball spielen kannst, weil mhm. diese Verein hat Regeln. Kannst du unter diese Regel unterordnen oder nicht? Ja. Da wird das geguckt, mhm. und wenn ja, dann wirst du aufgenommen. Okay, interessant. Dann bin ich das nächste Mal dabei, oder? Oder, ist so, oder Frauen sind nicht gewünscht? Doch, sogar genau ist, was ich gesagt habe. Wir sind jetzt offen für andere Sportarten. Okay. Wenn Frauen Fußball spielen möchten, mhm. Judo oder sonst was, mhm. gibt es diese Möglichkeit? Müssen wir mal gucken, unter welchen Bedingungen wir sowas organisieren können. Okay, alles klar. Habt ihr auch Plattformen, auch Social Network, wo man ein bisschen sehen kann, die Aktivitäten? Oder ist es noch also, im Plan? Im Moment haben die Mitglieder eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe, ja, okay. wo wir uns mal Informationen gegenseitig mhm. geben. Mhm. Und arbeiten wir gerade dran, ein Facebook Seite zu öffnen. Okay. Okay, sonst haben Sie sonst noch was zu mitteilen? Oder ja, ich möchte auch nur sagen, dass es ist nicht nur Sport, das uns verbindet. Mhm. Die Idee dahinter war, uns gegenseitig zu unterstützen. Es sei Arbeit, es sei Wohnungssuche. Mhm. Wir haben Leute, die angeboten, Nachhilfeunterricht zu geben in ja. Mathe, auf Deutsch, die sind bereit, falls unsere Kinder mhm. Schwierigkeiten haben in der Schule. Mhm. Wir sind auch bereit, diese Schüler zu begleiten ja. und sie zu unterstützen, mhm. sobald das uns bekannt ist. Okay, das heißt, Sie sind, noch, sie sind nicht nur für Sport zusammen, also als Verein, sondern machen Sie auch mehr Sozialarbeit. Richtig. Und ja. helfen auch Leute, die auch brauchen, also Hilfe brauchen sozusagen. So ist es. Genau. Ich bedanke mich. Das hat uns sehr, sehr gefallen. Haben Sie vielleicht ein Schlusswort? Ja, also dass wir jetzt weniger Spieler haben. Ja. Ich möchte hier dafür werben, dass wir junge Spieler brauchen. Ja. Wir werden von ihnen lernen, sie werden von uns lernen. Sobald sie hier Fußball spielen, in irgendwo in einem Verein, wo sie nicht unbedingt professionell werden können, ja. aus welchem Grund auch immer, ja. sind bei uns herzlich willkommen, die uns unterstützen können. Und bei uns gibt es keine Berührungsängste. Sie ja. werden in der Familie, Togo-Familie aufgenommen, um ja. weiter zu spielen. Das okay, wäre wünschenswert für uns alle. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir jetzt zu Ende kommen. Ist es nur gewünscht, dass die Leute, die noch eintreten oder beitreten oder Mitglied werden möchten, sollte unbedingt Togolese, Togoischer sein? Nein, sehen, zurzeit, wenn Sie Zeit haben, können Sie vorbeikommen. Ja. Wir haben Leute aus Elfenbeinküste, Burkina Faso. Wir mhm. haben deutsche Spieler, aber aus der ja. Türkei. Es geht ja nicht nur um Togo-Leute. Ja. Wir mhm. sind offen. Es geht nur um Respekt und unter genau. die Regeln unterzuordnen. Ja, super. Dankeschön. Das hat mir so gefallen, dass Sie noch unsere Einladung angenommen haben. Gerne. Ich habe zu danken. Dankeschön. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich bedanke mich. Wir sehen uns nächstes Mal, um einen anderen Stern der afrikanischen Diaspora zu entdecken. Bis dann, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und zu liken. Bye-bye.